Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Zeig mir deins, zeig ich dir meins. Mein Name ist Chris und mit mir dabei wieder Forever Nerd Girl Anja. Hallo! Hallo! Auch in dieser Ausgabe wollen wir über heute mal zwei Überraschungsfilme reden, die wir uns gegenseitig gezeigt haben. Der eine ist ein richtiger Klassiker des Abenteuerfilms und der andere ist ein Klassiker der popkulturellen Welt aus diesem Jahrzehnt, Jahrtausend, nicht Jahrzehnt. Da bin ich wirklich mal gespannt, welche popkulturellen Referenzen du mir auf Basis von diesem Film gleich noch nennen wirst. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ja, herzlich willkommen zu einer Live-Show. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Podcasts, die wir normalerweise veröffentlichen, reden wir einfach drauf los. Wir googeln auch, wenn es uns opportun erscheint, und wir schneiden an der ganzen Sache nichts. Wir haben uns ein Getränk aufgemacht. Cheers. Und nehmen deswegen erstmal einen kräftigen Schluck. Und wer uns Feedback geben möchte oder auch andere Shows von uns hören möchte, der kann ja mal reinschauen auf nerdizismus.de. Da findet ihr eine ganze Menge. Zum Beispiel ist gerade Star Trek Picard zu Ende gegangen. Da haben wir die letzten zwei Folgen besprochen. Und es geht jetzt demnächst weiter mit unseren Doppelfolgenbesprechungen von Westworld. Und wer uns Feedback hinterlassen möchte, der kann das tun unter 0152 596 47709. Da sind wir per WhatsApp, Telegram, SMS oder Sprachnachricht erreichbar. So, ich würde mal sagen, Alter vor Schönheit. Ja. Und außerdem ist der Film, den wir geguckt haben, auf mein Anraten hin ja durchaus etwas älter. Ich hatte den so erst gar nicht auf dem Schirm, aber dadurch, dass wir jetzt ja Disney Plus für ein Jahr haben und ich mir dann eine Filmliste zusammengestellt habe, habe ich gesehen, ha, der ist ja auch da. Und eigentlich habe ich erst einen anderen Film gesehen, nämlich 20.000 Meilen unter dem Meer, aber dann habe ich mir gedacht, den kennst du wahrscheinlich schon. Und dann habe ich sozusagen den Schwesterfilm davon genommen, auch mit James Mason in der Hauptrolle, nämlich Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ja, wer die Geschichte nicht kennt, ich weiß gar nicht, wie man um die Geschichte herumkommen kann. Also ich denke, man hat irgendwie von ihr schon mal gehört. Es ist eine Verfilmung, die auf einem Klassiker von Jules Verne fungiert, ja, verfilmt worden. Genau. Ja. Ja, und dann haben wir geguckt. Ja. Also warum lachst du? Ja, weil das so wieder so ein Film ist, den ich mir nicht ausgesucht hätte. Aber das ist bei dem zweiten Film, den wir gleich besprechen, andersrum genauso. Ja, natürlich, das ist ja der Sinn von dieser Reihe. Ich weiß. Nur bei dem Film, ich weiß nicht, der hat irgendwie nicht so viel bei mir hinterlassen. Also für alle, die wirklich jetzt überhaupt nicht wissen, worum es bei Reise zum Mittelpunkt der Erde geht, das Schöne bei Jules Verne-Titeln ist, da ist der Name einfach immer Programm. Ja? Es geht um den Professor Oliver Lindenbrook, ein Schotte, im Original übrigens ein Deutscher, der Oliver Lindenbrock heißt und aus Hamburg kommt. Ja. Also für das Kino hat man ihn danach so kurz nach dem Krieg, der Film ist von 1959, hat man sich vielleicht noch nicht getraut, dass man da einen Deutschen besetzt. Die waren ja normalerweise immer die Bösen, gespielt von James Mason. Und dieser Oliver Lindenbrook, der erfährt durch Zufall, dass es wohl ein unterirdisches Höhlensystem gibt, nämlich indem er herausfindet, dass ein Stück Lava, das eigentlich aus Island kommt, aber aus einem Vulkan in Sizilien, glaube ich, ausgespuckt wurde. Und in diesem Lavastück, da findet er ein Senkblei von einem vor etlichen Jahren schon vorher unterwegs gewesenen Forscher, nämlich dem Grafen Sackmussen, einem Isländer, und der hat damals schon einen Zugang zum Mittelpunkt der Erde gesucht, und dieses Senkblei, das also am anderen Ende wieder rausgekommen ist, in Island verschwunden und in Italien wieder rausgekommen ist, das ist für ihn also der Beweis, dass der es geschafft haben muss,
Nur er ist halt verschollen und jetzt macht er sich auf die Suche und nimmt da auch ein paar Kameraden mit, nämlich den Alec Ewan oder im Deutschen immer Alec, ja, wegen der netten Übersetzung, den großen Isländer, den Hans mit seiner Gans Gertrude. Ente. Ente, ja, Ente Gertrude. Ja, und die Frau seines ehemaligen oder ermordeten Rivalen des Professors Göteborg, die kommt auch noch mit. Aber du hast, glaube ich, gerade eben gesagt, das ist der Graf Sackmussen gewesen. Das ist übrigens der Bösewicht und nicht der Forscher, der vorher. Ja, doch, der. Nee, der hieß doch anders. Der das Senkblei, also von dem er das Senkblei findet. Ja. Das war der Vorfahr von dem Graf Sackmussen. Der hieß ach auch so. Ach so, Moment, ja. Jetzt macht der Film auf einmal für dich Sinn. Nee. Tut mir leid, aber du hast recht, der Name ist Programm. Den ganzen Film über reisen die zum Mittelpunkt der Erde und das dauert wirklich sehr lang. Ja, und am Ende sind sie am Mittelpunkt der Erde. Ja, für 2 Sekunden. Und dann, oh, jetzt müssen wir aber schnell wieder hier raus. Der entpuppt sich als Atlantis und dann werden sie dann wieder ausgespuckt, ja, von der Erde, von einem Vulkan. Und zwischendurch gibt es natürlich einige Hürden für die Forscher zu überwinden. Dazu gehört halt besagter Bösewicht natürlich und besonders wilde Echsen. Ja, es gibt jede Menge Gefahren, die unterirdisch lauern. Also Riesenpilze, Riesenechsen, ja, die versuchen sie zu fressen. Ja, die sind wirklich sehr putzig. Ja, das sind halt, die haben sich halt damals entschieden, nicht Tricktechnik zu machen. Ja, es sind einfach kleine Eidechsen, die so einen Höcker aufgeklebt bekommen. So sahen die halt aus. Wie so kleine Geckos. Ja, und die hat man so dann. So Bartagamen. Genau, und die hat man dann in Miniaturen gesetzt und gefilmt. Ja, es ist wirklich sehr drollig. Ja, dafür hat der Film eine Oscar-Nominierung gekriegt. Ja, zu der Zeit war das wahrscheinlich auch der Hit und der Knaller schlechthin. Die Leute im Kino müssen sich gefürchtet haben ohne Ende vor den riesigen Eidechsen. Ja, wirklich, ja, teilweise wirklich aber sehr cool gemacht. So vom Bühnenbild und Szenenbild. Schauspielerische Leistung war auch gut. Ja, also soweit ich das beurteilen kann. Hat mich auf jeden Fall überzeugt. Was ich am Film total doof fand, war natürlich, dass man den animalischen Sidekick hat verschwinden lassen am Ende. Also meinst du, dass Gertrude ja wird halt aus der Not heraus vom Bösen des Films gefuttert? Ja, und der hat seine gerechte Strafe erhalten und stürzte in den Felsen hinunter. Ja, gleich im Anschluss. Ja, richtig so. Dabei hat er die Gans ja sogar roh gefressen. Ente. Hat er die Ente sogar roh gefuttert? Ja, was für ein Barbar. Siehst du mal, wie hungrig der war. Ja, der Arme. Ja. Der war voll dick, der hätte da bestimmt noch länger von seinem Fett zehren können. Das ist mir jetzt übrigens, warum habe ich dir den Film gezeigt? Weil ich ihn als Kind halt oft geguckt habe. Das war so ein klassischer Sonntagnachmittag ARD-Film oder vielleicht auch mal im Dritten. Und dann hatten wir den irgendwann auf VHS mal aufgenommen. Und dann war das durchaus eine Kassette, die in Verbindung mit 20.000 Meilen unter Meer sehr oft durchgenudelt wurde. Ja, das glaube ich. Und ich fand den als Kind, fand ich den ganz toll. Und da habe ich auch diese Echsen Bartagamen in Miniaturen gekauft. Ich fand die sogar besser als so Ray Harryhausen Stop-Motion-Monster in Sindbad oder so. Die dann so. Ja, ja, die finde ich auch nicht so cool. Die altern ganz schlecht und von daher, ja, natürlich sieht man das an allen Ecken und Enden. Aber ich muss auch jetzt wieder sagen, die Fantasie, die man da reingesteckt hat, ist übrigens ein Disney-Film, habe ich ja schon gesagt, deswegen auf dem Disney-Channel oder auf Disney Plus. Die Fantasie, die da reingeflossen ist und auch, wie sagen wir, der Production Value, der war schon sehr hoch. Mhm. Also man hat da keine Kosten und Mühen gescheut für die damalige Zeit. Und der Film ist ja auch durchaus ein Kind seiner Zeit, weil eigentlich bist du mehr mitgegangen mit der Art und Weise, wie da mit Frauen umgegangen wird. Ja, das war natürlich furchtbar, ne? Ja, die Frau auf eine Expedition, das geht doch nicht. Sie sind doch eine Frau. Ja, da war ich schon wieder auf 180. Aber es ist natürlich der Zeit geschuldet. Ja, das ist halt so, oder war damals noch so. Ja, da kann man halt nicht viel zu sagen. Außer, dass es halt unverschämt ist. Wobei der Lindenbrook, der schon ein Macho ist. Ja.
den hängt er auch raus, ja, ja. Mehrfach. Ja. Ja. Er spricht ja grundsätzlich. Ja, der Alec, der ist ja nicht so ganz so stark. Aber er wird in dem Film dann schon als der Weichling dargestellt. Am Anfang. Am Anfang, aber am Ende eher nicht, finde ich, weil er da so eine ganze Zeit allein durch diese Höhlen stolpert und auch so ein bisschen daran wächst, glaube ich. Boah, da haben wir hier ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Hier gibt es durchaus Charakterentwicklung, anders als bei aktuellen Serien. Gibt es hier durchaus Charakterentwicklung, denn zum Ende hin, wenn sie dann, also es gibt eine schöne Abschieds- oder eine schöne Siegesfeier sozusagen, also wenn er dann eben an der Universität von Edinburgh dann geehrt wird, wobei er nur die Lorbeeren kriegt, ne, die anderen ja nicht. Ja, das ist auch nur, weil er halt der bekannte Professor ist, wird, wenn nicht das ganze Team geehrt. Das ist auch ein bisschen, Aber am Ende begibt er sich ja dann der eingefleischte Junggeselle in den Hafen der Ehe. Naja, immerhin in die Arme einer Frau, und zwar halt die Frau, die mit auf der Expedition war. Ja, also die Witwe seines Widersachers. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Reise im Film natürlich nur 2 Stunden dauert, aber im Buch oder... Ja, die sind echt lange unterwegs. Angedeutet, dass die also fast ein Jahr unterwegs sind oder über ein Jahr unterwegs sind. Ja. Das kommt aber im Film auch rüber. Also die sind echt super lange unterwegs. Wobei ich mir halt wirklich gewünscht hätte, dass die Reise nicht so lang ist. Weil, wie gesagt, am Ende kommen sie in Atlantis an, was ja wirklich ein sehr interessantes Ziel ist. Man ist ja sonst die ganze Zeit in diesen Höhlen unterwegs und in diesen Diamanten-Glitzerwelten. Die waren dann schon ein bisschen interessanter. Wo dann so bunte Kristalle umherleuchteten. Das war schon ganz cool. Aber wie gesagt, Atlantis wäre halt eher das, was mich jetzt so ein bisschen interessiert hätte. Aber da hielten sie sich dann halt nur ein paar Minuten auf. Und dann haben sie halt entdeckt, dass es dort einen Schacht gibt, mit dem man viel, viel schneller wieder nach oben kommt. Ja, um die Reise dann halt an der Stelle zu beenden. Ja. Und dann bedienen sie sich des Schießpulvers des dort verstorbenen Professor Sackmussen, den sie da finden. Die Leiche oder das Skelett von ihm, so ein schönes, herrliches, altes Filmskelett. Ja. Ja. Und sprengen dann irgendwie den Schacht offen oder irgendwie sowas. Und da kommt Lava raus und auf einer großen Opferschale auf Atlantis reisen sie dann nach oben. Und ja, mein Gott, der Film ist, wie gesagt, von 59. Er geht irgendwie knapp 130 Minuten. Das war aber sehr kurzweilig, muss ich sagen. Krass, Ehrlich? Also über 2 Stunden. Ja, wie gesagt, für mich war es echt ein bisschen zu lang. Okay. So. Aber ich habe ja generell irgendwie ein Problem mit längeren Filmen. Das habe ich auch schon in vielen Podcasts erwähnt, wie bei den ganzen neuen Marvel-Filmen. Die sind mir auch meistens alle ein bisschen zu lang. Wobei bei denen natürlich noch mehr passiert. Ne? Also in so einem Marvel-Streifen ist viel mehr Action und manchmal auch ein bisschen mehr Handlung drin. Da war jetzt in dem Film natürlich der Fokus auch sehr auf diesen Charakteren. Und kann man sich auf jeden Fall mal gut anschauen. Also ich habe es jetzt nicht bereut, ihn gesehen zu haben oder so. Ja, und was mir jetzt wieder aufgefallen ist, für wie viele andere Abenteuerfilme dieser Film dann doch Pate gestanden ist. Ja, also wenn man mal sieht, wie oft er jetzt noch neu verfilmt worden ist. Ich glaube 4-mal. Nee, 2-mal. 2-mal. Ein Fernsehfilm und ein unsägliches Remake mit Brendan Fraser. Mit Brendan Fraser. 2008 war das. Ja. Ich meinte jetzt aber eher von Ideen, zum Beispiel Indiana Jones. Ja, genau. Da waren nämlich 2 Szenen, wo zum Beispiel eine Steinkugel anfing ins Rollen zu kommen und die dann in einem Tunnel hinter den fliehenden Reisenden hinterherrollte. Das war doch ein sehr großer Indie-Moment. Ja, also. Und was war die andere Stelle? Indie hat's davon. Und die andere Stelle war, dass die Sonne, die durch, durch ein, naja, in dem Fall durch 2 Bergspitzen fällt, aber fast wie so ein Prisma, dann eben den Eingang zur Quelle der Seelen zeigt. Naja, eben also den Eingang zum Berg, beziehungsweise da, wo es halt reingeht. Und bestimmt sind da noch 2, 3 andere Sachen drin, die so in einem oder anderen Abend. Es ist halt ein klassischer Abenteuerfilm, dessen Tropes ja dann durchaus immer wieder vorkommen, aber da war es natürlich schon offensichtlich, wo die Herren Spielberg sich da und Luke sich bedient haben. Ja, die sind ja auch mit den Filmen aufgewachsen. Natürlich, weil die haben die Filme im Kino gesehen, als Kind, als Neunjährige. Ja.
Die haben doch mitgefiebert mit dem Lindenbrook und der Pappmaché-Kugel. Ja? Und dann haben sie sich gedacht, das machen wir auch nur ein bisschen überzeugender. Ja, aber wenn ich so darüber nachdenke, was die da für verschiedene Welten erschaffen haben, weil das verändert sich halt, je weiter sie in die Tiefe vordringen, verändert sich das alles ein bisschen. Erst sieht es ein bisschen aus, als wenn sie da von den Minen Morias durch irgendwelche Schächte kriechen. Und dann sieht das halt aus wie in dieser Glitzerwelt. Dann gibt's da so einen Bereich, da ist alles voll mit Salz. Also die waren da schon sehr fantasievoll. Und ich denke, das ist auch ein großer Aufwand, ja, diese Szenenbilder oder Bühnenbilder da auch herzurichten, das zu bauen. Dann gab es eine Szene, da dachte ich mir, oh Gott, die armen Schauspieler, was die da alles durchmachen mussten. Ja, also, die sind echt gefordert worden. Die sind wirklich gefordert worden. Ja. Also einfach körperlich mussten die da wirklich viel machen mit Klettern. Dann kam halt so ganz viel Wasser. Dann mussten die da schwimmen und durch so ein Loch da durch. Und ja, das war schon bestimmt sehr anstrengend. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich denke, das ist für die damalige Zeit schon ein richtiger Actionreißer war. Ja. Ja, aber die grausamste Stelle war einfach, wo der die Ente gegessen hat. Die Gertrude. Die arme Ente, die war so niedlich. Ja, das würde in einem anderen Disney-Film heutzutage nicht mehr vorkommen. Da würden alle Kinder im Kino weinen. Jetzt stellt sich einer mal vor, bei Vaiana hätte jemand Pua gegessen. Also geht gar nicht. Ja, so ungefähr wäre das. Oder Hey Hey. Ich überlege ja die ganze Zeit, ich gucke ja jetzt, du hast es heute Mittag ja auch gesagt, du guckst halt so viel, du guckst schon andere Sachen mit einem kritischeren Auge. Mhm, ja. Und ich habe jetzt auch diesen Film mal mit meinem Nerdizismus-Mecker-Auge geguckt. Oh je, jetzt geht's los. Ja, eben nicht. Nein, doch nicht. Ja, eben nicht. Ach so. Also, da war jetzt nichts, aber wie gesagt, ich habe versucht, die Nostalgiebrille abzunehmen und habe jetzt mal die aktuelle Brille aufgesetzt. So, natürlich, klar, die Kulissen sehen aus wie Pappmaché-Haken. Ja, aber gut gemacht. Aber gut gemacht, das kann man denen natürlich nicht vorwerfen. Alles, was nicht Pappmaché-Kulisse ist hochwertig und richtig schön mit dieses Atemgerät, ist schön, so ein bisschen ja, Steampunk-mäßig, also die ganzen Elektrolampen. Props sind ganz toll gemacht, ja. Also wirklich, die fand ich mit sehr viel gut. Liebe zum Detail, ich fand auch die Kostüme toll. Ja, ganz toll. Ja. Und so weiter, also das ist wirklich gut. Nein, so storymäßig. Ob es irgendwelche größeren Logikpatzer, Plotholes gibt, wo man sich so denkt, so, ach, also das wäre jetzt eigentlich. Also, nee, finde ich, glaube ich, dass es gar keine gibt. Nee, ne? Und selbst an der einen Stelle, wo der Alex sich dann verläuft, okay, war ein bisschen, er läuft halt um zwei Ecken und huch, hat sich verlaufen, okay. Ja, aber das kann schon passieren, denke ich. Aber er verhält sich in dem Moment dann aber auch nicht dumm. Ja, sondern er reagiert auf die Situation und versucht halt wieder rauszukommen, aber er verhält sich nicht dumm. Also keiner der Charakter verhält sich jetzt irgendwie dumm. Ja. Jetzt den im Buch nicht vorhandenen hier für die, weil man halt im Film Bösewicht braucht, dann noch den bösen Graf Sackmussen, bei dem wir dann gemerkt haben, der sieht aus wie ein Bekannter von uns. Wir sagen nicht welcher. Ja. Sorry. nein, dann habe ich wirklich geguckt, ob es da größere Plotholes oder so weiter gibt und mir ist jetzt echt da keins aufgefallen. Also sogar am Ende liegt dann nicht einfach irgendwie zum Beispiel in The Walking Dead ist einfach eine Schachtel Dynamit da, wenn sie eine brauchen. Ja? Mhm. Hier ist natürlich auch das Schießpulver da, aber es wird halt erklärt, warum das da ist. Ja. Ja? Weil halt der Vorgänger halt bis dahin noch retten konnte und halt eben nichts nicht weiter geschafft hat. So und so weiter und so weiter. Also von daher ergibt sich immer eins aus dem anderen. Und ja, also für mich hat es, wie gesagt, mir ist da nichts groß aufgefallen und ich werde das auch bei den nächsten Filmen, die wir so schauen, immer wieder darauf achten, ob ja das Storytelling, weil ich habe nämlich, glaube ich, so eine Theorie, dass Storytelling einfach immer schlechter wird im Mainstream-Blockbuster-Kino, weil man alles mit Effekten erschlagen will und bevor man überhaupt drüber nachdenken kann, guck hier hin, guck da hin, guck hier hin, eigentlich nachdenken, jetzt guck da hin und da hinten noch was und hier macht noch Peng und ja. Ja, also, dann kommt man natürlich sehr ermüdet aus dem Kino raus und denkt, man hat einen tollen Film gesehen, aber eigentlich hat man halt
McDonald's gehabt. Schmeckt auch lecker, ist aber jetzt nicht so nachhaltig und auf die Dauer macht's fett und in dem Fall, ja, würde ich sagen, auf die Dauer macht's doof. Nicht, dass das jetzt hier das High-End philosophische Kino wäre, weiß Gott nicht, ja. Aber ich finde, man hat sich einfach bei der Geschichte Mühe gegeben. Es gibt auch gar nicht so viele Änderungen zum Buch hin, also es hält sich relativ in Grenzen, die Änderungen zum Buch. Man hat sich Mühe gegeben, dass einfach das passt, ja, und dass es halt Sinn macht. Also, was mir halt so auffällt, wenn du das sagst mit der Storyline und Storytelling, es gibt halt einen Faden und der ist halt von vorne bis hinten und an dem kannst du langrutschen und es gibt halt keine Verfransungen. Das ist einfach eine geradlinige Story, die von A nach B geht. Ja. Fertig. Und es gibt noch eine Mini-B-Story, die ist aber eigentlich nur dafür da, nämlich um die Verlobte von Alec, die Jenny. Die ist aber eigentlich nur dafür da, um dem Zuschauer zu zeigen, wie viel Zeit vergeht. Genau, also am Anfang, das ist halt die Nichte von dem Professor und der Alec ist sein Student. Ja. So, und Jenny und der Alec, die sind dann halt zusammen. Ja, und die Jenny, die bleibt natürlich zurück zu Hause und wartet, bis die alle wiederkommen. Und dann werden halt zwischendurch sie und ihre Haushälterin mal so eingeblendet. Und dann, sie sind jetzt schon so lange weg, ich frage mich, wo sie sind. Ja, und dann geht's halt weiter in der Geschichte. Ja. Und das Schöne ist, man kann jetzt den Roman von Jules Verne lesen und dann hat man sicherlich auch Spaß daran, aber im Gegensatz zu dem ganzen anderen Kram heutzutage, muss ich den nicht lesen, um die Scheiße da zu verstehen. Ja? Ich muss es nicht lesen, ich muss jetzt den Roman von Jules Verne nicht lesen, um diesen Film zu verstehen. Ja? Ich muss aber die Novelization von Episode 9 lesen, um Star Wars zu verstehen. Ich muss das Comic vor Picard lesen, um Picard zu verstehen. Ja? So ein Unsinn, ja, das ist halt. Ja, es ist da halt alles sehr einfach gestrickt und einfach gehalten, damit man es einfach gut mitverfolgen kann. Ja. Also von daher. Damals war Entertainment auch noch ein bisschen anders, glaube ich, als heute. Ja, heute wird auch auf vielen Kanälen. Ja, man hat seinem, Man hat seinem Publikum noch was zugetraut. Ja, das kann auch sein. Ja, doch, man hat seinem Publikum noch was zugetraut. Ja. Heute hält man sein Publikum für dumm. Ja. Also so kommt es zumindest bei mir an. Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich dir 20.000 Meilen unter dem Meer zeige. Aber da war ich mir nicht sicher, ob du den nicht kennst. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe schon mal was in der Art gesehen. Beziehungsweise es gibt ja ständig in irgendwelchen Filmen irgendwelche, wie heißt das Schiff? Die Nautilus. Die Nautilus, so. Und da gibt es ja ständig auch irgendwelche Referenzen und ja, mit dem Captain Nemo und so weiter. Also. Ach, den hast du noch gar nicht gesehen? Nee. Hm. Ja, aber den gucken wir jetzt nicht als nächstes. Nein, den gucken wir jetzt nicht als nächstes, aber... Irgendwann mal. Wir haben ja Disney Plus für ein Jahr. Ja, und ich finde den, ehrlich gesagt, der ist noch ein Ticken besser, aber ich habe ihn dir jetzt nicht gezeigt, weil ich halt... wollte ich dir keinen All-Male-Cast zumuten? Na, was heißt zumuten? Also, ja, das vertrage ich schon. Ja, aber halt mal, ne? Ja. Also, wollte ich wissen, wie die damit umgehen. Und zweitens... da dachte ich echt, du kennst den schon, weil der ja der wesentlich bekanntere von den beiden ist. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Nee. Der ist echt noch besser. Okay. Gut, und dann habe ich mir was anschauen müssen. Ja, einen meiner All-Time-Favorites. Ich weiß gar nicht, warum ich den so sehr mag, weil der einfach so locker flockig ist. Ja, ehrlich, ich auch. Ja, ich finde den halt lustig. Ich finde, man muss ihn mal gesehen haben. Nein. Ja, ich weiß, dass du Nein sagst. Nein. Aber ich finde schon. Warum? Ich weiß nicht. Okay, bevor die Leute sich mal gucken, worüber reden die überhaupt? Wir reden über einen Film von 2004, eine Highschool-Komödie. Ein Genre, um das ich noch schon immer einen riesen Bogen gemacht habe, außer es kommen irgendwie Werwölfe, Zombies oder Vampire drin vor. Ja, deswegen wollte ich ihm das mal zeigen, damit er mal einfach seine Bubble ein bisschen vergrößert. Also habe ich jetzt meine Bubble vergrößert um einen Film mit Lindsay Lohan, Tina Fey, Rachel McDaniel, Amanda Seyfried und einigen anderen. Tina Fey und Rachel McAdams. Ja, so. Nämlich um Girls Club oder auf Englisch Mean Girls. wieder so deutscher, englischer Titel von 2004. Ja. Ja, also 2004. Du fängst mal an, worum es geht. Ich hole mir noch mal was zu trinken, während du sprichst. Es geht um
Katie, die aus Afrika in die USA mit ihren Eltern zieht, sie hat noch nie eine Highschool von innen gesehen oder betreten. Sie ist jetzt 16 und wird zum ersten Mal zur Highschool gehen. Ja, dort ist sie natürlich dem normalen Highschool-Alltag ausgesetzt und findet schnell Anschluss bei zwei Kunstfreaks. Dann gibt es da noch die andere Clique, die sogenannten Plastics mit ja, Regina die George. Sind eigentlich selber Plastics? Nein, ich glaube nicht. Okay. Naja, und Katie soll sich dann in diese Plastics-Truppe ja, einklinken, um herauszufinden, was die so alles machen, was die alles planen. Was heißt planen? Also was sie einfach so bequatschen und das dann ihren anderen Freunden erzählen, quasi ausspionieren. Ja, aber sie wird dann irgendwie immer mehr selber zu einer Plastikpuppe, würde ich das schon sagen. Ja, und typisch Highschool, es gibt am Ende ein Happy End. So, okay, und warum habe ich mir das jetzt angucken müssen? Also was ist das Besondere an diesem Film, weswegen du sagst, das musste ich jetzt sehen, außer dass du mich mit einem Highschool-Film gekriegt hast? Weil jeder kennt Regina George. Das ist einfach so eine Kultfigur. Ach. Ja. Never heard of her. Ist doch ohne Witz. Also das ist natürlich ist das das. Und dieses das die, Burn Book, ja, also es ist so dieses typische. Ja, aber war ein Highschool, hat der das begründet, dieser Highschool-Film? Also ich meine, die Art von Highschool-Schönheit, die dann zickig ist, die gibt's jetzt also auch schon seit 1895. Ja, also das ist jetzt nichts, was dieser Film jetzt erfunden hat. Dann hätte ich dir irgendwie auch Filme aus den 80ern mit Molly Ringwald zeigen können. Das ist klar, nee, aber also ich finde einfach, das ist einer der Highschool-Filme, die irgendwie ja, die irgendwie so alle Dinge zusammenfasst. Okay, das heißt also, wenn du jemand erklären möchtest, worum es in einer Highschool-Komödie geht, dann muss man den gucken, weil da alle Klischees drin sind. Ja, irgendwie schon. Also für mich persönlich jetzt. Okay. Ich kenne natürlich nicht alle Highschool-Teenie-Filme. Aber wir haben hier das Mädchen, was, ich sag mal, vom hässlichen Entlein zur Queen gedeiht. Wobei sie ja vorher schon hübsch ist. Ich wollte gerade also, sagen, ich ja, aber das impliziert das so ein bisschen. Ne? So wie bei Eine wie keine, wo sie einfach nur die Brille abzieht und die Haare aufmacht. Ja, okay, den Gag kenne sogar ich, ja. Ja, also, okay. Aber siehst du, genau diesen Gag kennst du und hier ist es nämlich auch, ne? Regina George ist the mean girl. Hm. Also ich meine, das Ding hat ja durchaus ein paar Preise gewonnen. Also halt so auf Bravo-Otto-Niveau, ne? Ja, Teen Choice Awards und so weiter. MTV ja, klar. Movie Awards und so weiter. Ich meine, das war jetzt auch kein großartiger Mumpitz, also das muss man jetzt auch sagen, ja. Es war hochwertig produziert, es war auch halbwegs kurzweilig und ab und zu habe ich sogar mal gelacht, wobei die Gags, wo die vierte Wand so ein bisschen durchbrochen wurden, die haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Also so, wo dann zwei, dreimal jemand vom Bus überfahren wird und dann kommt er so, ha, Schnitt, nur Spaß, ja. Ich sag, okay, war jetzt aber nicht so komisch. Aber ich bin auch keine 14, vielleicht hätte ich es mit 14 super lustig gefunden. Ja, Moment, wie alt warst du, als der Film rauskam? Ja, du warst 14 und dann war ich ja schon 27. Ja, also du wirst den halt dann nicht so lustig gefunden Ganz haben. Ganz sicher nicht. Und ich werde den Trailer im Kino gesehen haben und gedacht haben, was ein Kack. Ja, natürlich. Wer geht denn da rein? Also ich war da nicht im Kino und ich habe den, ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe, ich glaube mit 15 oder so. Und ich fand den halt einfach für mich in der Zeit irgendwie cool, weil ich konnte mich halt ganz gut so in die Lage reinversetzen und ich weiß, wie scheiße andere Mädchen in der Schule zu einem sein können. Und deswegen, ja, habe ich irgendwie vielleicht so eine tiefe Verbindung zu diesem Film, weil er das einfach auf eine lustige Art und Weise zeigt, weil ganz am Ende sitzt Katie ja da und ist mit sich irgendwie im Reinen und alle sind irgendwie mit sich im Reinen und dann sieht man so diese zweite Generation von Mean Girls, die dann da an denen vorbeiläuft und ja, das wiederholt sich halt immer alles wieder, ne?
also Mobbing an der Schule, das ist schon ein ernstes Thema, was halt in diesem Film auch verarbeitet wird. Auf eine witzige Art und Weise. Aber trotzdem ist das ein ernstes Thema und das betrifft heutzutage viele Menschen. Das hat früher viele schon betroffen. Also bevor es das Internet so in dieser Art und Weise gab, wie es heute gibt. Also Mobbing an der Schule plus dann noch das Internet ergibt halt noch mehr Mobbing irgendwie. Ne, Cybermobbing ist was sehr Schlimmes. Ja, aber Mobbing an der Schule, was halt real passiert, wenn du ausgegrenzt wirst, weil du dich für Kunst interessierst oder für Mathe, wie in diesem Fall. Also da wird mehrfach gesagt, wenn du bei den Mathletics mitmachst, dann ist das sozialer Selbstmord. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also natürlich, das gibt's heute immer noch. Wenn du der Nerd bist in der Klasse, du bist einfach gut in der Schule, du lernst gerne, dann giltst du als Außerirdischer. Ja, aber so funktioniert Schule schon immer. Ja, aber in dem Film wird das ja auch nochmal irgendwie verarbeitet und das kann Menschen einfach helfen. Ja, ich überlege gerade, ob der Film dazu einen Beitrag leistet. Also mir hat er geholfen. Okay, dann hat ja. Der Film einen Beitrag geleistet. Punkt. Also ich fand den Film cool. Der hat mir gezeigt, okay, wie kann ich mit so einem Problem vielleicht umgehen? Okay, ich habe auch damals versucht, bestimmte Mädchen dazu zu bekommen, dass sie mich einfach mögen. So wie zum Beispiel die, wie heißt die? Gretchen, die wollte unbedingt, dass Regina sie mag. Obwohl die sie eigentlich gar nicht leiden kann. Ja, Regina verbietet ihr, bestimmte Ohrringe zu tragen. Was ist das denn für eine Freundschaft? Das macht Freundschaft nicht aus. Da geht es einfach nur darum, gemocht zu werden, gut auszusehen und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel damals auch irgendwelche Mädchen in der Klasse versucht habe, dass die mich mögen, dann habe ich auch irgendwie meine eigenen Ideale vielleicht woanders hingestellt und versucht, genauso zu sein wie die. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, nein, das musst du nicht. Wenn die dich so nicht mögen und nicht akzeptieren, dann brauchst du diese blöden Menschen nicht. Das stimmt. Und das ist so eine Message, die dieser Film rüberbringt. Auch wenn es einfach nur ein Teenie-Film ist. Okay. Ja, gut, aus der Warte heraus kann man das so sehen. Also ich meine, das macht halt auch jeder Teenie-Film, weil am Ende des Tages geht es immer darum. Es ist ja eigentlich fast immer das hässliche Entlein, das am Ende die Ballkönigin wird. Ja gut, sie ist ja jetzt in dem Fall kein hässliches Entlein, sie ist einfach nur jemand, ja, okay. Der nicht in der, also weiß ich nicht. Ja, ich überlege gerade, viel problematischer fand ich eigentlich die unaufgeklärte Geschichte des Sportlehrers, der es mit seinen Schülerinnen treibt, ja. Da habe ich mir gedacht, so, okay, das kriegst du überhaupt keine Auflösung mehr, sondern der rennt. Ja, das war doch nur so eine kleine Zeitgeschichte und da wurde ja am Ende gesagt, ja. Ja, der ist weggerannt. Ja, aber dann am Ende, als sie. Aber das muss in den USA so ein Ding sein, ja, weil man hört irgendwie alle naslang, also wenn du irgendwie was hörst von Lehrer, Lehrerin, hat mit Schüler, Schülerin was angefangen, dann ist es eigentlich entweder immer aus England oder aus den USA. Aber ich habe das hier bei uns, also oder es geht bei uns nicht durch die, also das gibt's auch bei uns bestimmt, aber es geht irgendwie nicht durch die Zeitung. Ich hatte einen Lehrer an meiner Schule, und die landen nicht im Knast. Der hat seine Schülerin geheiratet, tatsächlich. Hatten wir bei uns auch einen. Ja. Aber die war schon im Abi-Jahrgang. Ja, ich weiß nicht, wann die dann zusammengekommen sind, also, aber das war dann später, ja, aber ja. Die waren dann schon im Abi-Jahrgang. Ja. Trotzdem minderjährig. Ja, aber bei uns ist das irgendwie, steht das, da kommt kein Lehrer, Lehrerin in den Knast für. Ja, nee, wahrscheinlich aber nicht. Ja, keine Ahnung, aber diese Geschichte ist da fürs Ende nicht wichtig. Nee, das ist richtig. Ja. Ein paar bekannte Gesichter sieht man. Man sieht Neil Flynn, da habe ich mich die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den denn? Wer ist Neil Flynn? Ja, das ist der Vater von ihr. Und ach so, ja, ja. Hausmeister, der Janitor aus Scrubs, genau. Ja, da habe ich die ganze Zeit, woher kenne ich den denn? Ja. Stimmt, das ist der Hausmeister aus Scrubs, sehr gut, aus Lindsay Lohan. Das ja, Mädel, Lindsay Lohan kennt man, Sängerin und Schauspielerin. Hat er dann doch noch ein bisschen was aus sich gemacht, ne? Naja, so, du hast es mit dem Drogen und so weiter, hast du alles mitbekommen, ja? Naja, sie hatte alle Chancen. Ja. Also, der Film hat dir nicht geholfen. Rachel McAdams übrigens kennen wir Nerds aus Doctor Strange. Da hat sie mitgespielt zum Beispiel. Dann woher kennt man? Tina Fey, ja. Drehbuchautorin, Produzentin, Komikerin. Mhm. 30 Rock. Ah, aus Muppets Most Wanted. Muppets. Genau. Die hat ganz viele Gastauftritte hier und da.
Ich finde die unglaublich sympathisch. Sie hat auch das Drehbuch für diesen Film geschrieben. Dann Amanda Seyfried. Amanda Seyfried natürlich, ist uns natürlich bekannt aus Mamma Mia zum Beispiel. Ach, ist sie das? Ja, und aus dem zweiten Teil. Also sicher doch, wer kennt sie nicht. Ja, und dann hat sie noch Red Riding Hood gemacht. Und Briefe an Julia und Scooby-Doo! Ich finde Amanda Seyfried so toll. Sie spielt es so süß. Also sie spielt die Karen. Karen ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber einfach super liebenswert in dem Film. Ja, das stimmt. Wen haben wir denn noch dabei? Lizzie Kaplan, die Janice spielt. Genau. Und die kennt man aus Cloverfield und sie hat es tatsächlich ins Remake von Das Boot geschafft, in die neue Serie. Mhm. Da ist sie mir allerdings leider nicht aufgefallen. Ich glaube, ich weiß, welche Rolle das war. Das war, glaube ich, die der Französischen. Ja, ich glaube, jetzt nach ein paar Jahren hat sie sich äußerlich vielleicht auch etwas verändert. Ja, nö. Also so sieht die schon aus. Ja, ja. Das Gesicht kam mir schon bekannt vor, aber sitzt mir dann auch nie so hängen geblieben. Okay, jetzt habe ich also die nächsten 10 Jahre Ruhe von einem Highschool-Film. Also ich habe noch einen Film, den ich dir zeigen möchte, der in diesem Genre spielt. Den gibt es aber gerade nirgendwo zum Streamen. Gelobt sei der Herr. Aber der ist sehr cool. Und der ist nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht so Highschool, also schon, aber lass dich überraschen. Okay. Das heißt also, wir haben jetzt schon geguckt, einen Kriegsfilm. Wir haben geschaut, eine Highschool-Komödie. Wir haben einen Abenteuerfilm geguckt. Mhm. Wir haben eine Mystery-Comedy-Serie, wie auch immer man Pushing Daisies nennen will, geguckt. Ja, und unser Kammerspiel. Ja, und wir haben die 12 Geschworenen geguckt. Und da muss ich jetzt mir überlegen, was wir morgen schauen. Ja, Chris ist nämlich dran mit Aussuchen. Ja, ich bin dran mit Aussuchen. Ich habe schon meine Shortlist und ich muss mal gucken, ob es morgen vielleicht mal schwerere, anspruchsvollere Kost wird oder was Trivialeres. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Puh. Bin mal gespannt, was es wird. Ich auch. Muss nämlich auch noch schauen, wer was streamt, was wir irgendwo auf einer Disc rumfliegen haben oder irgendwo auf einer Platte rumfliegt. Aber da werden wir auf jeden Fall was finden. Es wird auf jeden Fall ein bekannterer Film sein, den du auf jeden Fall vom Titel her kennst, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich gehe davon aus, dass du ihn aber trotzdem nicht gesehen hast. Okay. Ja. Weil, egal welcher Film wir da raussuchen, dich der Genre ganz sicher auch, so wie mich die Highschool-Filme... Oh, dann kannst du irgendwas zu tun haben mit Krieg. Nein. Oder Fußball. Gangsterfilm. Nein. Western. Nein, ich habe alle üblichen Verdächtigen habe ich wirklich nicht auf der Liste. Ah, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich kann dir jetzt schon sagen, auf der Liste ist nicht 2001, auf der Liste ist nicht Shining, auf der Liste ist nicht Der Pate. Ja, du weißt doch, dass ich Shining gar nicht gucken will. Ja, das ist ja unter den Regeln ja egal. Ja. Also die üblichen Filme, von denen du denkst, die zeige ich dir, dass ich dir die auf jeden Fall zeige, die sind da eigentlich alle nicht dabei. Ja, da kommen nur die Underdogs. Das wäre zu einfach. Okay. Ich meine, es juckt mich in den Fingern, dir sowas zu zeigen, ja, weil ich finde, es ist sehr wichtig, aber das wäre zu leicht. Ja, gut. Also. Lasst euch überraschen, so wie ich mich überraschen lassen muss. Genau. Das heißt, wir werden so am Dienstag oder am Mittwoch wahrscheinlich wieder live gehen und achtet einfach mal in den sozialen Medien auf unsere Ankündigungen, ganz besonders auf Twitter und auf Instagram. Da könnt ihr das immer in den Stories sehen, wenn wir live gehen und eine neue Folge draußen ist. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung auf iTunes da, abonniert unsere Show und erzählt es und empfehlt es vielleicht mal euren Freunden, was wir hier so machen. Und dann haben wir noch ein paar mehr Hörer. Nicht, dass wir schon genug hätten. Wir können immer mehr Hörer haben. Spread the word. Ganz genau. Deswegen jeden Tag eine gute Tat. Und erzählt doch mal euren Freunden davon, wenn es euch gefallen hat. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Film gesehen habt und ihr dann da uns eure Meinung zugeben wollt. Das könnt ihr entweder machen an info@nerdizismus.de oder auf unseren sozialen Netzwerken, natürlich dann jeweils unter dem Posting
oder nochmal hier nochmal die Telefonnummer, die 0152 596 47709. Und ja, du darfst jetzt gespannt sein, was du dir morgen reinziehen musst. Mhm. Ich habe schon Angst vor dem, was ich mir dann wieder reinziehen muss. Ich habe noch gar nichts ausgesucht. Aha, okay, alles klar. Das ist eigentlich gar kein gutes Zeichen. Die Sachen, die ich immer gucken will, die gibt's dann nirgends. Okay, spricht jetzt nicht für die Sachen. Du kannst doch mal 2 Euro ausgeben, um sowas auszuleihen. Ja, ne? Schon klar, aber ja. Ja, also in diesem Sinne, dann machtet mal Jod und bis die Tage übersteht. Ich habe letztens gehört, man soll nicht wieder Krise, sondern Herausforderung sagen. Oh, ja. Wir müssen es positiv sehen. Ja, also werdet dieser Herausforderung jetzt endlich mal gerecht und stellt euch nicht so an, wascht euch wie immer öfter mal die Griffel und haltet 1 Meter Abstand. Bis dann. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.